Hallo und willkommen wieder zu Slushies Welt. Was war das? So, wo waren wir letztes Mal stehen geblieben? Warum stehe ich auf dem Baum? Wenn wir schon da sind, fällt mir doch gleich. Was hatte ich mir heute, was ist das heutige Thema? Eigentlich dachte ich, ich würde heute einen Besucher mitbringen. Leider hat das dann doch nicht geklappt. Aufgeschoben ist nicht aufgehoben. Lass dich schon überraschen. Daher habe ich mir heute mal als Thema oder Gedanken gemacht über das Thema Facecam. Denn ich sehe immer wieder auf YouTube. Also es sind ja immer wieder Themen, die ich öfters auf YouTube sehe und so weiter, ne? Ich sehe immer wieder dieses Thema Facecam ja, nein, wer, warum, wieso. Oder werden wild diskutiert jedes Mal. Wo ich eben denke, warum? Und das Witzige ist eigentlich, was mir so aufgefallen ist, ich meine, vielleicht irre ich mich da auch und es fühlt sich nur so oder es sieht nur so aus. Aber meistens diskutieren da Leute, die eben keine Facecam nutzen, die sich gegen eine Facecam entschieden haben. Und es kommt mir immer so ein bisschen vor, als würden diese Leute sich irgendwie rechtfertigen, warum auch immer, weil es ist ja jedem seine eigene Entscheidung, ob er eine Facecam nutzt oder nicht. Und daher verstehe ich dann nicht diese wilden Diskussionen, ne? So, mal gucken, 1, 2, 3, 4, 5, ja, das ist die richtige Höhe. Daher verstehe ich diese wilden Diskussionen nicht, ob im Facecam ja oder nein. So, stellt mal kurz die Höhe fest. 2, 3, 4, 5. Weil warum muss ich irgendjemand begründen, warum ich eine Facecam nutze oder warum ich es eben nicht nutze? Ich verstehe einfach die Diskussion nicht. Das ist mein Problem. Denn ich persönlich, weil man hört ja auch immer wieder die gleichen Argumente, dass es beim Spiel stört, also wenn man zuschaut, wird es stören. Wo ich sage, finde ich jetzt. Also ich persönlich bin nicht der Meinung. Was auch der Grund ist, warum ich selbst eine Facecam nutze. Dann heißt immer, ja, es geht doch eigentlich ums Spiel. Ja, das ist vielleicht also richtig oder nicht. Es gibt ja hier kein richtig oder falsch bei der Diskussion. Natürlich geht's ums Spiel. Gerade bei Let's Plays. Aber so springe ich ja nicht runter. Aber ich bin eben der Meinung, das bereichert das ganze Ding nur noch. Weil dieses sehe von Leuten und was die machen. Also ich finde das, ich bin persönlich ein Freund von Facecam, sonst würde ich auch keine benutzen. Und dann heißt es ja immer auch, es hat mehr Zeitaufwand, wenn man die Videos bearbeitet, weil dann muss man ja nochmal die Facecam bearbeiten und so. Ja, ist richtig. Ja, deswegen muss ja jeder selbst spießen. Aber der Mehraufwand ist jetzt auch nicht so gewaltig, dass man hier sein nicht mehr dazukommt. Also so sehe ich das zumindest. Und natürlich kostet eine Facecam nochmal extra Geld. Und das ist richtig. Also wenn man da eh schon knapp bei Kasse ist, würde ich auch sagen, lasse weg, weil es geht genauso gut ohne wie mit. So, jetzt müssen wir mal gucken, wie die überhaupt aussieht. Also, wenn jemand finanzielle Engpässe hat, bin ich auch der Meinung, lasse weg. Das Geld ist ein extra Wert. Sondern dann nimmt das Geld lieber für irgendwas anderes. Ja, weil, ja, es ist halt einfach nur eine zusätzliche Kamera. So, ich möchte hier eine Mine einrichten. Bisschen außerhalb von der Stadt. Ich gehe noch ein Stück weiter. Da würde ich das Argument auch so irgendwie schlag meine Gespräche. Quatsch, ist zu laut, hä? Also diesen Mehraufwand als Begründung, keine Kamera zu nutzen, sehe ich nicht. Muss ich ganz klar sagen. Aber ich sehe auch ein. Das ist ein schöner Platz für die Mine. Wenn jemand einen finanziellen Engpass hat, würde ich auch auf das erste, was ich verzichten würde, wäre die Facecam. Wobei mir dann halt, ich weiß jetzt gar nicht, was ich für meine Facecam bezahlt habe. Stimmt nicht die Welt. Und wenn ich bedenke, was ich für den PC alles hingelegt habe, ist die Facecam sicherlich nicht
der teuerste Posten beim Let's Play. Daher, es ist so ein halbes Argument. Kann man akzeptieren, muss man eh jedes Argument. Kann man vielleicht ein bisschen verstehen, muss man aber nicht unbedingt. So. 6, 7, 8. Ich werde einen Mineschacht hier anlegen, der einfach kerzengerade nach unten geht und auf dem dann ein Weg außenrum nach unten führt. 6, 7, 8. Also ein Quadrat und dann führt in der Wand drin der Weg nach unten. Und unten, also verschiedene Ebenen, werden dann eben die entsprechende Gänge abgehen. Nur so als Erklärung, was ich jetzt hier gerade mache. Einfach, weil ich brauche die Steine. Und da ist es am einfachsten. Und Minen gab es ja auch schon im Mittelalter. Sicher oder nicht? Eher nicht sicher. Also, die Wiese waren. Also, wie gesagt, Geld. Ja, es kostet Geld, aber es wäre jetzt für mich nicht das Totschlagargument. Denn dann, wenn ich mir das Hobby nicht leisten kann, sollte ich mir überlegen, ob das überhaupt das richtige Hobby ist. Es gibt sicherlich kostengünstigere Hobbys, als Let's Player zu werden. Und zu denken halt, das Geld kommt wieder, ist, ja, ich hatte es ja schon drüber. Natürlich ist es ein bisschen pushbar, wenn ich eben entsprechende Videos produziere. Beispiele habe ich ja im letzten Video auch mitgenannt, dann ist es möglich. Aber da gibt es sicherlich andere Möglichkeiten, wenn ich knapp bei Kasse bin. Mein Ding ist, ich verstehe die Diskussion nicht, weil ich habe ja schon gesagt, für mich kommt es immer ein bisschen rüber, wie ich muss mir selbst begründen, warum ich sie nicht nutze. Und ich sage halt, ich fange mal anders an. Mir selbst hat sich die Frage nie gestellt. Es ist natürlich auffällig, dass gerade bei Minecraft Let's Player es eigentlich üblich ist, eine Webcam zu haben. Liegt sicherlich auch mit daran, dass eben die großen Minecrafter, nennen wir sie mal, eigentlich, glaube ich, alle eine Webcam nutzen, oder? So jetzt. Also alle, die ich schaue, nutzen eine Webcam. Das gehört sicherlich mit zu, also im Deutschsprachigen mit zu den größten. Und ja. Und das ist sicherlich mit ein Grund, warum es unter der Minecraft-Let's Play-Szene eher üblich ist, mit Webcam zu produzieren. Also Facecam. Aber es gibt auch ohne sicher. Ja, auf jeden Fall gibt es, ich habe auch ohne schon gesehen. Ich habe auch Let's Player in meiner Fanliste, die ohne Kamera produzieren. Ich habe ja da eh verschiedenste Genres. Mir persönlich war von Anfang an klar, ich möchte eigentlich mit Webcam produzieren, also mit Facecam, wie bei der Webcam. Das ist ja eine Webcam, die als Facecam fungiert, oder? Das ist so richtig. Mitproduzieren, weil meiner Meinung nach stellt diese Facecam eine verbesserte Möglichkeit dar, mit den Leuten zu kommunizieren. Denn was mache ich hier? Ich rede ja mit euch. Und ein Großteil der Kommunikation, wenn man mit Leuten redet, ist nonverbal. Sprich, ich habe jetzt die Prozentzahlen in dem Kopf. Ich habe entsprechende Kommunikationsschulungen und alles auch schon gehabt, weil ich bin ja, habe ja viel mit Kommunikation zu tun mit, und da lernt man das halt auch. Und weil ihr kennt das ja, ihr unterhaltet euch mit jedem dabei. Also ich zum Beispiel bin sehr aktiv mit den Händen. Das fällt mir hier ein bisschen schwer beim Let's Playen, weil ich dann die Hände auf der Maus habe und auf der Tastatur. Ihr arbeitet mit Gestiken, mit Gesicht und alles. Und deswegen ist zum Beispiel viele Forumsdiskussionen und Chatdiskussionen und so Dinge führt eher zum Streit. A, weil natürlich die Leute sich untereinander nicht kennen und nicht einschätzen können, was wieder anderen tickt. Und das andere eben, weil dieses ganze Nonverbale fehlt. Man hat Probleme, so Ironie da festzustellen. Weil dann werden gerne mit Smileys gearbeitet, dafür sind sie ja auch mit da. Aber es ist eben nicht das Gleiche, wenn ich euch hier was erzähle, aber macht, ne, ihr versteht, so Dinge, da ist jedem sofort klar, okay, was er jetzt sagt, ist ja ganz ernst gemeint. Und das fällt dann halt einfach weg. Und das ist so ein bisschen die Problematik
bei Kommunikation ohne dass man die Leute sieht. Eben dann diese nonverbale Teile, die da wegfallen. Und daher, ich denke halt, wenn man mit Facecam arbeitet. So, ich wollte. Warte, habe ich hier noch was? Ups. Wer mit Facecam arbeitet, ist dieses Nonverbale. Ups, ich bin gerade verwirrt. Wollte ich das so machen? Oder mache ich das lieber so? Eigentlich benutze ich lieber solche Stufen. Ist dieses Nonverbale einfach besser gegeben, meiner Meinung nach, als wenn ich eben ohne Facecam arbeite. Aber es ist sicherlich keine Pflicht, eine Facecam zu nutzen. Wie gesagt, ich kenne auch genug Nicht-Facebook-Nutzer. Ja, ich kenne auch genug Nicht-Facebook-Nutzer. Nicht-Facecam-Nutzer und die sind genauso toll. Also, was dann auch immer wieder gerne genommen wird, ist das Argument, ja, Facecam nur bei Horrorspielen, weil da ist ja witzig zu verfolgen die Reaktion von den Spielern, wenn irgendwas Erschreckendes passiert. Das ist auch so ein Standardargument, wo ich dann sage, keine Ahnung. Also ich persönlich spiele eigentlich keine Horrorspiele und ich habe eine, die ich mir anschaue, die auch Horrorspiele mitproduziert. Und ich muss halt natürlich, also mein Problem ist einfach, ich stehe ja schon mal nicht auf diese Horrorspiele. Aber ob man da jetzt eine Cam braucht, um zu sehen, dass die erschreckt, also in dem Fall ist sie weiblich, weiß ich nicht. Also ist für mich ein Argument, das ich persönlich nicht nachvollziehen kann. Was aber immer gern gebracht wird und natürlich könnte ich hier, ne, wenn ich jetzt eine kleine hübsche Frau wäre, wäre eine Facecam, könnte ich aber ganz anders nutzen dann, ne? Oh Gott, ich bin ja so erschrocken. Ein bisschen Schauspieler. Aber es auf so einzuschränken, nur auf Horrorspiele, bin ich eben nicht der Meinung und kann ich auch nicht verstehen, weil ich habe ja gesagt, wie ich zur Facecam stehe und wie ich es, warum ich es gern nutze. Und daher ist diese Einschränkung für mich einfach Blödsinn. Würde ich so nicht sehen. Ja. Habe ich auch null Verständnis dafür. Also alles, was auch dieses überhaupt irgendwas einzuschränken, habe ich ja grundsätzlich immer ein Problem mit. Ich denke, ihr wisst ja, meine Standards lebe, lasse, sage ich ja eigentlich immer viel zu oft. Und wenn jemand sie nutzen will, dann soll er sie doch nutzen. Also für mich ist es auch gar keine Diskussion. Also meine Meinung ist, möchtest du eine Facecam nutzen, nutze sie. Aber, ganz wichtig, man sollte dabei immer eins bedenken. Man zeigt sein Gesicht im Internet. Das ist ganz wichtig, denn ihr wisst ja, das Internet vergisst nie. Und das ist einfach Fakt. Sprich, wenn du anfängst mit Facecam zu arbeiten, gibt es ein Video von dir, wo man dich erkennt. Und wenn du ein Problem hast, dass die Leute wissen, dass du Let's Plays machst, solltest du lieber kein Video, keine Facecam nutzen. Denn es könnte passieren, dass dich jemand erkennt. Ich weiß, die Chance ist nicht so groß, als gerade so, ich kenne es ja selbst, bei mir gucken, wenn von 5 Leuten das Video angeguckt, die Chance, dass es gerade einer ist, der mich kennt, ist natürlich entsprechend gering. Aber sie ist nicht null. Und je größer dein Kanal wird, umso größer wird die Chance. Und je länger online ist, umso größer ist einfach die Chance. Und das sollte man bedenken. Und da habe ich eher ein Problem mit, dass dann eben viele junge Let's Player, Minecraft-Kiddies und so, wie man sie immer so schön gehen nennt, ist ein böser Ausdruck, den ich so nicht selbst gar nicht nutzen möchte, aber leider auch immer wieder verwende, diese sich vielleicht nicht dabei bedacht haben und entsprechend auch immer wieder böse Videos bekommen, weil es halt entsprechend auftreten. Wobei ich dann sage, wenn jemand böse Videos über mich den schlechtesten YouTuber das so tituliert, deine Mama ist anderer Meinung, ne? Ich sag, ich habe andere Stärken. Nee, also daher, das wäre jetzt für mich das Einzige, was ich sage, wenn ihr sie nutzen wollt, nutzt sie, denkt aber drüber nach. Wenn ihr sie nicht nutzen wollt, wenn ihr euch dabei unwohl fühlt, lasst sie weg.
Es gibt genug YouTuber, die keine Facecam nutzen und gute Videos machen. Also ich will ja auch nicht behaupten, dass jetzt meine Videos besser sind, weil ich eine Facecam nutze oder so. Gott bewahre, meine Videos sind, wie sie sind. Also mir gefallen sie ja, sonst würde ich sie so nicht machen, weil ich diese Art und Weise, wie ich meine Videos mache, eben mag. Ich mache sie ja recht simpel, mit wenig Schnitt und so weiter. Und es macht mir dabei Spaß, die Facecam zu benutzen, und deswegen nutze ich sie auch. Und dann lassen wir auch gar nicht groß reinreden, sondern ich mach's einfach. Aber ich habe halt auch keine Diskussion deswegen. Also ich führe keine Diskussion über Webcams mit anderen Leuten, sondern ich nutze sie einfach. Und ja, das war eigentlich so meine Meinung zu den Diskussionen, warum Facecam und warum nicht, und meine Meinung, warum ich eine nutze. Wo ich sie jetzt persönlich, also ich könnte mir auch vorstellen, Spiele zu zeigen ohne Facecam, und es wird auch Spiele geben, die ich eben ohne Facecam präsentiere. Denn ich habe ja auch vor, Strategiespiele, weil ich liebe auch Strategiespiele, zu zeigen. Und da empfinde ich es nicht unpassend, aber eher als störend, weil, also kommt halt auf Strategiespiele an. Gerade wenn man so diese, ich nenne sie mal Hardcore-Strategiespiele, wo man eigentlich nur eine Karte vor sich hat und dann irgendwelche Marker bewegt, da ist die Karte wichtig. Da passiert auch null Action vor der Kamera, weil da seht ihr 2 Stunden dieses Bild von mir. Und mehr passiert da nicht, weil ich bin voll Fokus auf das Spiel, um nichts zu verpassen. Und da ist jeder Zentimeter auf dieser Karte vielleicht wichtig. Und da würde meiner Meinung nach, in dem Fall stört die Webcam, beim Inhalt vom Spiel. Also wenn ich Strategiespiele präsentieren werde, was ich ja vorhabe, also zum Beispiel, ich nenne Beispiel Hearts of Iron, wird die sicherlich ohne Webcam sein. Einfach weil es da ablenkt vom Spiel, meiner Meinung nach. Also das Spiel einfach dazu nicht passt. Aber das ist dann eine Entscheidung eben für dieses Spiel und nicht eine allgemeine Entscheidung pro oder contra Webcam. Ja, mehr gibt's zu meiner Meinung gar nicht zu sagen. Wir haben ein schönes Loch gegraben. Oh Gott, ich bin in dem Loch drin. Ihr seht also, wie ich das gedacht habe. Hier geht der Weg außenrum bis nach unten. Zwischendrin werden dann immer Abzweigungen entstehen mit Bergwerksschächten. Ich überlege gerade, ob ich das Loch auch noch... Ich denke, da werde ich auch mit Holz auskleiden. Zumindest so stützbalgemäßig, um ein Dach drüber zu setzen auch. Weil ich möchte auch ein bisschen abschieben, dass keine Leute reinfallen. So viel dazu. Wir haben... Mein Hauptding ist, ich brauche Steine für meine Mauer, um die Festung hochzuziehen, in der dann auch meine ersten 1, 2, 3 Häuser drin stehen. Na klar, weil irgendwo muss ich auch die Bewohner drin wohnen. Und es werden sicherlich auch noch viel mehr Leute, viel mehr Steine brauchen. Also Steine braucht man halt ständig. Und ich möchte dann nicht irgendwo hinschicken, sondern sage, hier, geht ein Bergwerk, kloppt ein paar Kilometer Steine weg, da habt ihr genug Steine. Ne? Daher, das ist heute passiert. Oh, ich höre ein Monster. So viel dazu. Oh, oh. Das Gute ist, wenn die runterspringen, haben die schon mal die ersten Lebenspunkte verloren. Das wird schon wieder hell. Soviel zu dem Thema Facecam. Mehr gibt es dazu eigentlich auch nicht zu sagen, meiner Meinung nach. Wenn jemand andere Meinung hat, immer unten in die Kommentare, ihr wisst Bescheid. Ich diskutiere gerne mit. Ich führe die Diskussion auch gerne mit Leuten live. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen kleinen Daumen da, aber vor allen Dingen lasst mal einen Kommentar da, wie ihr dazu steht. Wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Video wieder hier auf Slushies Welt. Dann vielleicht mit Gast. Hoffentlich klappt es dann endlich das erste Mal. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Haut rein, Leute. Ciao, ciao.